Hallo und herzlich willkommen bei Planet Zoo. Mein Name ist Blump und ich will heute mit euch zusammen die Karriere spielen. Einfach mal, um ein bisschen Grundlage in Planet Zoo zu bekommen. Ich habe das vor Jahren schon mal gespielt und die erste Version war auch erfolgreich, die zweite nicht so und dann habe ich es schon wieder aufgehört. Aber ich würde das gerne Folge für Folge komplett durchspielen. Und ja, würde ich sagen, auf geht's! Goldwyn House. So, je nachdem, wie schwer man das jetzt macht, demnach kriegt man Sterne, ja? Kann das sein? Okay, wir machen es erstmal auf. Normal gibt es nicht, also machen wir Mittel. Da kriegen wir zwar überall nur 2 Sterne, aber ein bisschen Erfahrung. So, da sind wir. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Blanco. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich, du weißt schon, was ich meine. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut, ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Sehr cool. Oh, richtig mit Geschichte und so. Richtig cool. Also, finde das Gehege der Tierart Grizzlybären. Oh, das ist hier. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Genau. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier, wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Da, die Kamera. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem schön. Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Aha. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Wenn dieses Gehege ist. Wir sind hier richtig zufrieden. Irgendwas fehlt denen noch. Gelände. Wir haben zu viel langes Gras. Ah, guck mal, da sitzt er. Ah. Wie lustig. Hier sind überall Lampen. Oh, wie cool, ey. Oh, hier gibt's sogar Transportservice für Gäste. Ja, aber echt cool. Giraffen. So, was sollten wir suchen? Finde das
Gehege der Tierart Westfalen. Ach so. Bisschen rauszoomen. Da hinten müsste es sein. Genau, ist ja immer so schön umrandet. Alles klar. Der Panthera Leo Leo. Oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen. Und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Wow. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Ach, hier ist auch noch kleiner. Wie süß. Oh, wie goldig. Na du? Was ein süßer Kerl. Ach, da kommt der Tierpfleger. Oder? Ist das der Tierpfleger? Ja. Verlässt das Gehege wieder. Was ist das? Ach, das ist ein Stein. Sehr, sehr cool. Oh, guck mal, alles mit Glas hier und die Zuschauer, also die Gäste können hier richtig und so. Warnschild, nicht füttern. Was macht denn hier so eine Box an Gewinn? 900. 300. Da ist das schon wieder der nächste Tierpfleger. Boah, hier von hier oben hast du auch einen richtig coolen Blick, wa? Ach, man, nee, man sieht gar nichts. Sehr cool. Und alles so schön verwinkelt und so. Ich find's cool irgendwie. Find's sehr, sehr cool. Oh, hier ist ein leeres Gehege. Warte, da müssen wir hin. So, da sind wir. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb alles möchte klar. Ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Ja, Tierhandel. Alles klar. Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Ja. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte geleert. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Da wird das Gehege ein bisschen klein. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Ach, da ist er schon unterwegs. Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Yo, yo. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Ja, ja, hier wird nicht nach Dann Vorschrift gehandelt. Dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Das machen wir. Das Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Ja, genau. Sehr gut. Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Jawohl. Das machen wir. Also, gehen wir auf Gehege. Das sind direkt schon richtig. Das ist schon mal... Futterdruck klein. Sollte reichen für so zwei kleine Warzenschweine. Und eine Wasserschüssel.
Tiere Zack. Brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Ja, ein Ballon. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Ja, ja. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Ach, die Schweine sind jetzt fertig? Befindet sich drüben neben den Flusspferden. Besser geht's denen aber jetzt auch nicht. Die brauchen doch was zum Spielen. Voilà, Ernährungszustand. Der Kollege, mach mal hier voll. Ja, nicht nur. Ach, guck mal hier auf dein Brettchen da. Genau, da müsst ihr jetzt stehen. Warzenschweine füttern. Hm? Siehste? Füllt Wasser in Warzenschweingehege auf. Nein, füllt Wasser auf in Warzenschwein. Hm. Nee. Hallo, Essen auch. Tierpfleger zuweisen. Oh, jetzt kommt gleich einer vorbei, der das hier auffüllt. Na Jungs, Lebensqualität. Das Spiel ist schon. Bonus mit anderen Tierarten gäbe es auch noch. Das hier geht nach oben. Ernährung. Da kommt einer. Ne, was ist mit dem los? Wo willst du hin? Bereitet Futter für Warzenschweine vor. Bereitet Futter vor für. Das ist immer... Naja, okay. Lassen wir es so. Alles klar. So, wir sollen zu einem anderen Gehege gehen. Das ist da. Oder Straußengehege. Das sieht aber gar nicht so schön aus. Oder ist auch noch gar nicht fertig. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Alles klar. Sind auch wenig Zuschauer unterwegs. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Alles klar. Müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Ja, müssen wir das. Das Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Gut. Zack. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Ja, aber wir machen das hier kurvig. Ohne und besser. Warte, noch einen kürzer. Jetzt gern, ja, machen wir so, oder? So und so. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Was machen wir hier? Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Ja, dann lass mich das auch machen. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Das ist richtig. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Also, bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Ah ja, wieder Gas geben. Wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder?
Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei, höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch 4 für hier. 4 Strauße? Was? Du findest... Ach, okay. Ja. 3 Frauen, 1 Mann. Alle markieren und an zu senden. Zack. Während wir warten, dass sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Alles klar. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Hier hinten wollte ich auch eigentlich noch sehen. Den wieder nur auf. Nee, das will ich nicht. So. Wollte hinten auch noch Dings reinmachen. Oh. Ein Hammer. Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Sehr schön. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen können? Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren. Witzig. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Genau. Echt? Jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Ja, ich muss echt sagen, ich habe das schon mal gemacht, aber ich kann mich an das alles überhaupt nicht erinnern. Dann passt doch eher hier sowas hier, oder? So eine Hütte, die... Du musst die Tierpflegerhütte drehen, um sie mit dem Weg zu verbinden. Dazu drücken wir Y. Ding, außerhalb des Platzierungsbereichs. Achso, muss man, ach, das Ding muss man treffen. Okay, alles klar. So, zack. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Das reicht, aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Warum? Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen hier, wie sowas gemacht wird. Viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Ja, können wir nicht lieber irgendwie... Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Ausgezeichnet! Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Stück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Noch leer, das Gehege. Vielleicht bauen wir hier gleich auch noch was rein. So, wo müssen wir hin? Dahin, da ist es. Heute sind wir ganz neu. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Achso, das ist der Vogel, der irgendwo fliegt. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und alles klar. Die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Ja. Barriere. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Fangen wir hier an der Ecke an.
Reicht da 2 Meter? Oh, bestimmt. Können wir jetzt hier so ein Dings hin machen? Geht das? Ne, da müssen wir kürzer machen. Ein länger? So ist doch gut. Wieder gerade, ne? Diese ganzen Zeichen hier sind, die sind so. Geben den Tigern so viel Platz, wie es nur eben geht. So, jetzt machen wir mal eine Ecke. So, und jetzt wieder eine Kurve. Geht das? Ne, das geht nicht, aber soll kürzer werden. So, das machen wir wieder auf die 8 Meter. So, hey, von der Seite hier dran, geht das? Jawohl, so. Doch ganz gut. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, haben wir irgendwo hier so einen Pflegerweg? Ne, doch hier. Aber das geht nicht. Hier direkt so einen Eingang hinsetzen, geht das? Ja, das geht. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege das springen. Das, was ich meinte. Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Hab ich. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe der Barriere verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Auf 3,70 Meter. Stell die Höhe auf mindestens 3,7 Meter ein. Auf 4. Da das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Die haben wir ja noch gar nicht. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. So, dann machen wir jetzt nochmal hier, da und da. Los. Da machen wir noch Glas. Und das müsste reichen, oder? Hier machen wir noch. Machen wir hier noch Glas? Hier machen wir auch Glas. Ding. So, jetzt machen wir noch Spendenbüchsen. Windows Büxus Maximalus, das. Die Einfassung ist fertiggestellt. Haben wir nur einen? Der Eingang ist auch da. Mehr. Und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Ich hätte gerne noch Wasser. Oder? Ne. Aber geh mal hier nach dem Ding. So, 2 Königstiger. Einen richtig guten und einen... Ja, ist auch nicht schlecht. 10.000 und 12.000 Flocken. Aufnehmen, aufnehmen. So, und zack, ab ins Gehege, an Zoo senden. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Das wäre nicht schlecht. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Unter Gehege, ne? Ja, da. Ach, wir sind direkt schon wieder da. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Sehr gut. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen.
Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Oh, hier sowas. Sowas ist cool. Oh ja, den Baum. Warte. So. Das ist cool. Zack. Ja, die sind auch gut. Kommen wir hier hin? Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, da, damit geht's. Sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu, platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Cool. Igor. Und am Schmatzen. So, also Gehege und dann nehmen wir den hier. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus, ne? Der sieht ja ganz schön aus. Bauen wir den hier hin? Wo bauen wir den hin? Passt eigentlich ganz gut da in die Ecke, ne? Mal gucken. Noch einmal drehen. Ja, so ist auch gut. Armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen mehr Stärke hintermachen und das Ganze ein bisschen größer. Das ganze kurze Gras weggemacht. Hallo? Hey! Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Gut. Statten wir den blauen Faun einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Jetzt geht das hier nicht mehr. Ich kann hier nichts mehr machen. Ach toll. Silber, Gold, Bronze, Gold. Ja, lass mal es überhaupt. Was? Faun? Geil, in so einem Labyrinth wohnen die. Also dann? Wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Guck mal, der fliegt dann sogar. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Soziale Gruppe. Öffne den Bereich soziales Jungtiere. Wohlbefinden für mehr Details. Ah, nun, die Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Männchen? Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Oh. Oh. Gut. Nur wenige Jungtiere und erwachsene Tiere in der sozialen Gruppe des Tieres. Im Gehege sein. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Na los? Mach schon. Ja, wie das geht. Genau, hier auf Tierhandel. Tiermarkt. Und nur weibliche. Ist klar. So. Zack. Alle markieren, Anzug senden und rin damit. Gut gemacht. Ich
Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Ja, aber mal hoffen. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Ja, warten wir doch erstmal, bis das die Frauen jetzt kommen. Ich kann hier die Geschwindigkeit hochmachen, ne? Da kommt doch schon eins. Da kommt das zweite. Tsching. Guck mal, wie schön. Zack, da läuft er schon. Da direkt erstmal zum Futter. Müde von der, gestresst von der Reise, oder was? Alle erstmal zum Futter. Ja, und jetzt für den letzten ist nichts mehr da. Läuft. Was machen die beiden? Die spielen hier kriegen oder was? Ach ne, jetzt erstmal noch was trinken. Ja, das ist so eine unendliche Wasserquelle, ne? Alles Volumen unbegrenzt, alles klar. Achso, die Männchen sind so hübsch mit diesen Federn hinten dran. Guck mal, da kommt der Zug. Bahnhof hier richtig und so. Cool. Mit dem Zug vielleicht mal noch zwei Anhänger dran machen, weil hier stehen ja doch eine Menge Leute, wa? Naja. So, jetzt müssen wir zum Schneeleopardengehege. Zack. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Oh, was für ein schönes Tier. So, das hier arbeiten. An der anderen Seite. Und dann. Kann ich das hier machen? Oder hier? Nee. Hier. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Öffne die Heatmap. Da. Temperatur. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Ah, das ist gut. Gut zu wissen. Klimaanlage. Und hier hin, so. Was ist das jetzt für eine Temperatur? Du ist gesetzt auf Umgebungstemperatur. Reichweite 20 Meter. Wollen wir bei der Heatmap nicht sehen, wie das jetzt hier ist. Ah, hier ist noch so ein kleiner Teil und hier ist noch ein Teil. Und grundsätzlich ist das schon ganz gut.
Ach, jetzt auf 0 Grad gestellt, okay. Sehr schön. Oder soll ich hier alles ausdingen dann? Dann machen wir hier noch einen hin. Hier hinten noch irgendwo. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Ja, haben wir hier sogar Essen. Gelände? Nee. Nee. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Jo. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im ganzen Zoo erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. So, Zooverwaltung. Tiere. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Speedy. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Okay, da sind hier gerade die Zebras dran. Was fehlt denen? Lebensqualität. Lebensqualität ist hier, ne? Lebensqualität durch Futter, durch Spielzeug. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Gehege. Spielzeug. Siehst du, jetzt haben wir hier alles. Jetzt haben wir alles. Jetzt gehen wir gerade auf Filter, Art, Zebra. Ganz unten. Ubiquity. Ah ne, wie heißt denn das? Das ist ein Steppenzebra. Ein Steppenzebra ist es. Also bei S. Steppenzebra da. Ein Baum zum Kratzen. Ein Pfahl zum Rollen. Und noch was hier zum. Wir haben ein Riesengehege hier, ne? Nicht übel, gar nicht übel. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Danke, danke. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Alles klar. Sehr gut, dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Bei der nächsten. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hin schnurren. Ja? Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen. Die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ja, ist geil. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen. Hm? Ja. Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Lustiger Kerl. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge auf einem anderen Teil des Planeten. Ich denke, der hat überall Zoos gebaut. Ja, und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.